Einen schaurig schönen guten Tag an alle Cineastinnen und Cineasten da draußen. Willkommen wieder bei Moviecheck und zwar einer total abgespaceden und total schockierenden Trailer-Reaction. Halloween Kills. Halloween, das ist was ganz Besonderes, weil es eines der Gründungsmitglieder des Slasher-Genres ist. Neben A Nightmare on Elm Street, Child's Play, also Chucky die Mörderpuppe und... ja, Friday 13, natürlich nicht zu vergessen. Michael Myers, Chucky, Mörderpuppe, Freddy Krueger und Jason Voorhees, das sind Größen der 70er, 80er Jahre gewesen, deren Franchises dann in den 90ern etwas trashiger wurden und in den 2000ern eigentlich durch die Reihe weg gerebootet und geremaked worden sind bis zum geht nicht mehr. Davon war auch Halloween betroffen. Wir erinnern uns beispielsweise an die beiden Halloween-Filme von Rob Zombie. All das spielt jetzt aber in dieser Zeitrechnung keine Rolle mehr. Der einzige Film des Halloween-Franchises, der noch Kanon ist, ist der ursprüngliche Halloween-Film aus dem Jahr 1978, Halloween, die Nacht des Grauens. Dessen Ende ist ja quasi die Intro-Sequenz des 2018er Halloween. Das ist also die Konnektion zwischen den beiden Filmen. Und Halloween Kills fängt ja genau da an, wo der Halloween-Film aus dem Jahr 2018 endete. Das ist die Zeitrechnung, das ist nunmehr Kanon. Halloween, das Grauen kehrt zurück aus dem Jahr 1981, Halloween 3 und Age 20 und die Rob-Zombie-Filme, all das könnt ihr getrost als Standalone-Filme und alternative Zeitlinien betrachten, whatever, spielt keine Rolle mehr jetzt für Halloween Kills und den im 2022er Jahr erscheinenden Halloween Ends. Das ist die Zeitrechnung, so schaut's aus und jetzt gucken wir uns den Teaser-Trailer an. Ich hab schon Bock, was uns Jamie Lee Curtis hier wieder präsentiert als Laurie Strode. Und deswegen gucken wir uns jetzt den Teaser an. Let's go! Diese Musik, ich liebe sie. Hey, ganz ruhig. Oh nein, 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 nein! Das ist doch mal wirklich intensiv und unterstreicht eigentlich nur mal das, was ich jetzt eben schon gesagt habe. Das ist Horror, das ist Slasher, das ist einfach ein waschechter Michael Myers. Und als Gründungsmitglied dieses Genres obliegt es auch diesem Franchise, einen gewissen qualitativen Standard einzuhalten. Und ich finde, dass dieser Teaser-Trailer schon ein grundlegendes Gefühl vermittelt, wie Halloween Kills sein wird. Wesentlich düsterer, brutaler mitunter auch und gnadenloser in Bezug auf Laurie Strode, ihre Tochter und ihre Enkelin. Und was ich interessant finde ist, dass ja momentan, wir sehen jetzt gerade diese Szene hier, Feuerwerk kommt und die drei Members der Familie Strode sitzen auf so einem LKW und werden wahrscheinlich gerade ins Krankenhaus gebracht. Das ist ja mitunter auch vergleichbar mit Halloween 2, das Grauen kehrt zurück aus dem Jahr 81. Da könnte man sich eventuell einigen Motiven bedienen, aber definitiv, ich sagte es bereits im Vorfeld, Halloween Kills, Halloween Ends, der Halloween-Streifen aus dem Jahr 2018 und Halloween aus dem Jahr 78 bilden nunmehr jetzt eine abgeschlossene Einheit, eine Kanon-Zeitleiste sozusagen. Und verbunden sind alle Filme durch ihn hier genau, durch Michael Myers. Und da bin ich jetzt tatsächlich gespannt, ob nunmehr in Halloween Kills oder in Halloween Ends uns Antworten auch präsentiert werden, warum zum Teufel es Michael Myers seit über 40 Jahren nunmehr auf Laurie Strode abgesehen hat. Wir erinnern uns, in Die Nacht des Grauens hat er sie ja wahrlich gestalkt in ihrer Nachbarschaft. Sie hat ihn ja überall gesehen. Hinter einem Busch, hinter einer Mauer oder an einem Fenster geführt. Er hat sie ja verfolgt und wir wussten ja nie warum. Natürlich können jetzt einige Kenner der Filme sagen, doch. In Halloween, das Grauen kehrt zurück aus dem Jahr 1981, da haben wir erfahren, dass Laurie Strode und Michael Myers eigentlich Geschwister sind. Ja? Aber der Film ist nicht mehr Teil des Kanons. Und wenn, dann nur der Kanon einer alternativen Zeitlinie. Diese Geschichte hier ist abseits dessen. Und dementsprechend bin ich gespannt auf die Motivation von Michael Myers, die Familie Strode jetzt ja gemeinsam so heimzusuchen. Da muss irgendwas kommen, was nach Möglichkeit auch abseits dieser familiären Komponente liegen dürfte, müsste, um nicht auch so einen slightly Reboot-Charakter zu haben, meiner Ansicht nach. Ja, das ist das, was mir erstmal dazu einfällt. Regisseur ist natürlich wieder wie auch beim 2018er
2018er Halloween David Gordon Green und Jamie Lee Curtis und der restliche Cast aus Halloween 2018 kehrt zurück. Das war meine kleine Trailer-Reaction und ein ganz, ganz kurzer Recap, ein wilder Ritt durchs Halloween-Franchise. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben geben, eure Meinung zum Halloween-Franchise auf jeden Fall nach unten in die Kommentare kloppen und tippen und natürlich auch da unten abonnieren, dann verpasst ihr keine weiteren Videos hier auf meinem Kanal. Das war's von mir. Nicht vergessen, Freunde der Nacht, Filme sind einfach geil.